Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner FIFA-Trainerkarriere mit dem ersten FC Nürnberg. Wir starten direkt mit der Achtelfinalpartie Hinspiel gegen den FC Liverpool. Für diese Partie haben wir sehr viele Änderungen, die mir leider nicht so schmecken, denn wir haben zum Beispiel Schade drin oder Borkowski, die nicht so geplant waren. Und mit diesen Ausdauerproblemen schauen wir uns jetzt hier die Formation von den FC Liverpool an und die beginnen mit einer 4-3-3-Formation. Wir haben Anstoß und damit beginnt diese Partie und das große Ziel ist natürlich hier, einen großen Vorsprung sich zu erarbeiten. Martel hier mit dem Pass auf Sidi Sané, der läuft jetzt erstmal an den Spieler vorbei, zieht jetzt hier nochmal zurück, passt auf Borkowski, Borkowski zieht ab, trifft und dadurch machen wir hier das erste Tor in diesem Champions League Spiel. Borkowski passt auf Schade, Schade mit der Reingabe auf Borkowski, der legt nochmal auf für Gavi und Gavi trifft dann natürlich und somit bauen wir unsere Führung aus. Liverpool weiterhin mit dem Passspiel vor unseren Strafraum, jetzt sind sie mal drin, da kommen sie auch nicht mehr raus und da kommt der Schuss und hier jetzt auch gleich der Anschlusstreffer und damit steht es logischerweise 2:1. Liverpool mit dem nächsten Angriff, jetzt auf den Außenbahnen, spielen sehr schnell nach vorne, sind jetzt durch und Anna kommt nicht dran und somit vergeben wir hier direkt unsere Führung und jetzt gleicht halt Liverpool aus. Was ist hier los? Wir tun hier komplett unsere 2:0 Führung wegwerfen. Pass auf Gavi, Gavi jetzt hier mit dem Ball, schickt jetzt Tom Kraus im richtigen Moment und damit treffen wir hier auch. Der Torwart hebt die Hand, statt hier sich mal hinzuhechten und deshalb holen wir uns hier jetzt die Führung zurück. Jetzt kommt Liverpool wieder, der Fernschuss kommt und das Tor für Liverpool. Das Tor von Liverpool nochmal in der Wiederholung, Zuspiel auf Jamal Musiala, der kommt relativ frei zum Schuss. Der Torwart hat ein sehr schlechtes Torwartstellungsspiel, wie man es auch nennen möchte und damit erzielt Jamal Musiala dieses Tor mit Leichtigkeit und damit gleicht auch gleichzeitig Liverpool aus. Die sehr torreiche erste Hälfte ist vorbei und damit steht es aktuell 3:3. Pass auf, Schade, Schade rennt weiter, Schade lässt sich nicht aufhalten, ist durch, da kommt der Schuss, Alisson hält leider den Ball, Bokovic ist hier mit der Flanke auf Kraus, Kraus mit dem Kopfball auf Sidi Sané und der verwandelt ihn, im zweiten Anlauf hat es geklappt und damit führen wir jetzt mit 4:3. Raum stört jetzt weiterhin, Liverpool bleibt aber am Ball, passen jetzt hier durch, das war kein Abseits, was mich hier ein bisschen überrascht, aber damit gleicht jetzt hier Liverpool aus und steht 4:4. Die Partie ist vorbei und damit steht es leider in diesem Hinspiel 4:4 am Ende und damit bleibt alles offen fürs Rückspiel. Wir gehen direkt weiter in die nächste Partie und diese bestreiten wir in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Und für diese Partie haben wir natürlich wieder unsere absolute Top-11. Und Augsburg beginnt mit einer 4-4-2-Formation. Wir haben Anstoß als Heimmannschaft und damit beginnt diese Ligapartie. Fischer mit dem Ball, spielt ihn vor, jetzt heul und wieder zurück auf Gavi, Gavi zieht ab per Volley, was für eine traumhafte Kommunikation innerhalb dieser Mannschaft und damit führen wir jetzt mit 1:0. Fischer rennt immer weiter, läuft weiter, er wird nicht gestört, jetzt passt er nach vorne, das war kein Abseits, Heulund zieht ab, trifft und dadurch haben wir hier unser zweites Tor erzielt. Wir gehen rein in die zweite Hälfte und damit beginnen wir hier mit einem Spielergebnis von 2:0. Fischer weicht auf die Außen, passt vor zu Gavi, Gavi flankt vor zu Heulund ein bisschen zu weit, da kommt der Schuss, aber natürlich hält der Torwart aus dieser kurzen Entfernung diesen Ball. Bellingham schickt jetzt Sidi Sané, Sané geht an Abwehrspieler Nummer 1 vorbei, zieht dann auch ab, trifft und dadurch bauen wir unsere Führung weiter aus. Die Partie ist vorbei und damit gewinnen wir diese sehr eindeutig mit 3:0 und damit bin ich sehr zufrieden. Nach der Bundesliga-Partie blicken wir auf die Tabelle und wir sind immer noch auf Platz 1 mit 56 Punkten. Danach folgt Leipzig mit 46 Punkten. Dann folgt der Borussia Dortmund, der FC Bayern München, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Frankfurt, Leverkusen, Mainz 05,
Köln, Hoffenheim, Werder Bremen, Hamburg, Freiburg, Darmstadt, Augsburg, Schalke 04 und auf den letzten Platz mit 12 Punkten ist der VfB Stuttgart. Die nächste Partie werden wir wieder in der Bundesliga bestreiten, aber diesmal heim gegen den Hamburger SV. Für diese Partie werden wir wieder unsere absolute Top-11 aufstellen. Und Hamburg beginnt mit einer 4-3-3-Formation. Wir haben Anstoß und damit beginnt diese Partie. Fischer zieht rein in Richtung Mitte, passt jetzt hier auf Bellingham, der passt weiter auf City, Sané passt auf Heulund bekommt die gerade noch so mit, macht das Tor und damit steht es jetzt 1-0. Pass auf Gavi spielt ihn hoch auf Heulund legt nochmal auf für City, Sané und der zieht ab aufs leere Tor und trifft natürlich. Eckball für uns, Gavi bringt ihn rein auf Heulund, leider wird der Ball geklärt, jetzt aber Fischer mit dem Ball, köpft ihn auf Bellingham auf Ciao auf Fischer wieder zurück auf Bellingham, jetzt wird hier ziemlich viel von unserer Hälfte aus hier ziemlich viel rumgepasst, jetzt ist der Pass durch, Fischer dreht sich, zieht ab, trifft und dadurch erreichen wir hier das nächste Tor. Der Spieler wird jetzt hier geschickt, Richards mit der gefährlichen Grätsche, jetzt passen sie hier hin und her, sind jetzt im Strafraum, Wolf probiert es nochmal zu stören, jetzt ist der Spieler durch und Onana hält diesen Ball nicht, was sehr überraschend ist, weil das war auf jeden Fall die Torwart-Ecke und diesen Ball hätte er auf jeden Fall halten müssen. Wolf auf den Außen, flankt rein zu Gavi, der kommt zum Kopfball, der Torwart hält ihn, jetzt nochmal die Hereingabe per Flanke, aber leider ist der Torwart zu schnell und hält diesen Ball. Hamburg vor unseren Strafraum, passen jetzt rein, da kommt das Zuspiel, Richards ist da, verliert ihn direkt wieder und jetzt kassieren wir hier das Tor und auch den Anschlusstreffer. Fischer hat jetzt den Ball, läuft jetzt nach vorne, flankt nach vorne zu Dilip. Dilip hat den Ball, setzt sich durch, ist im Strafraum, zieht ab, trifft und dadurch haben wir jetzt hier das weitere Tor und das direkt nach der Einwechslung von Dilip und das direkt nach seiner Verletzung. Hamburg bekommt jetzt hier einen Eckball, Hack klärt ihn raus auf Dilip, Torwart ist vorne, so rum, jetzt Dilip, rennt immer noch nach vorne, zieht ab aufs lange Tor und trifft auch noch, damit müsste es jetzt hier sicher sein, dass wir diese Partie gewinnen und dieses extrem weite und lange Tor nochmal in der Wiederholung, Dilip zieht ab, weil der Torwart nicht im Kasten ist und somit erreicht er hier diesen Treffer aus 50 Metern. Die Partie ist vorbei und damit gewinnen wir in Höhe von 5-2 und das nach einer sehr wackeligen Leistung mit der Defensive. Die letzte Partie steht an und diese bestreiten wir auswärts gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart beginnt mit einer 4-3-3-Formation und wir beginnen mit unserer absoluten Top 11. Stuttgart hat Anstoß als Heimmannschaft und damit beginnt diese Bundesliga-Partie. Den nächsten Flügelspieler erwischte es, Fischer liegt auf dem Boden und muss daher ersetzt werden. Die eher langweilige erste Hälfte ist vorbei und damit steht es aktuell 0-0. Pass auf Kraus, Kraus jetzt hier mit dem Ball, schickt jetzt wieder Schade rennt komplett durch, zieht ab, der Torwart hält aber leider den Ball und damit vergeben wir hier erstmal diese Riesenchance. Stuttgart jetzt hier mit den Einwurf, passen jetzt beziehungsweise werfen rein im Strafraum, da kommt der überraschende Kopfball, Leno hält ihn leider nicht und damit kassieren wir hier das erste Tor in dieser Partie. Hier jetzt das Kopfball-Duell, das verlieren wir leider. Hack erobert den Ball, aber jetzt City Sané mit dem Fernschuss, aber der geht leider doch sehr weit am Tor vorbei. Wir bauen jetzt langsam hier diese Partie auf. Jetzt kommt hier der Ball direkt auf Dilip. Dilip brennt durch, zieht ab, aber der Torwart hält. Was für eine absolute Glanzparade und damit bleibt es erstmal bei der knappen Führung für Stuttgart. Die Partie wurde abgepfiffen und damit verlieren wir sehr knapp in Höhe von 1-0 gegen den VfB Stuttgart. Nach der Partie haben wir leider eine sehr schlechte Nachricht, denn auch unser nächster linker Flügelspieler ist für 2 Monate verletzt und das trifft Leo Fischer.
Nach der Partie blicken wir nochmal am Ende auf die Tabelle. Wir sind immer noch auf Platz 1, 10 Punkte dahinter. Kommt Leipzig, dann folgt der FC Bayern München, Wolfsburg, Borussia Dortmund, Bayern 04, Leverkusen, Borussia München, Gladbach, Frankfurt, Mainz 05, Köln, Hoffenheim, Werder Bremen, Hamburg, Freiburg, Darmstadt, Schalke 04, Augsburg und auf den letzten Platz mit einem Punkt Abstand auf Platz 17 ist Stuttgart. In der nächsten Folge beginnen wir mit der Bundesliga-Partie gegen den ersten FC Köln. Danach spielen wir das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool. Und dann bestreiten wir noch zwei Liga-Partien. Einmal gegen den FC Schalke und die letzte Partie in der nächsten Folge spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!